Genau, Philipp hat schon die Aufnahme gestartet. Danke, Philipp. Jan-Nico Kirschbaum ist dann als Zweiter dran. Er kommt aus der Initiative für ein Bürgerticket in Wuppertal. Dann freuen wir uns sehr, dass Anja Liebert, die Wuppertal vertritt im Bundestag, auch dabei ist. Und zuletzt Michael Dohnt ist Berichterstatter für die CDU-CSU für ÖPNV, kommt aus Reutlingen. Ist Herr Dohnt mittlerweile da, Frau Meinzinger? Okay, also Ja, Herr Dund ist im Raum jetzt auch, genau. ist im Raum, alles klar. Das freut uns sehr. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie bei uns Mitglied werden oder vielleicht wollen Sie spenden. Wir haben auch ein Konto bei Coffee. Falls Sie Gamer sind, wissen Sie, was das ist. Philipp wird ein paar Links jetzt eintragen in den Chat. Da können Sie auch hingehen. Sie kommen auch über einen Link, den Philipp jetzt einstellt, zu einer Menti-Umfrage. Damit will ich jetzt auch starten. Und zwar geht es geht um zwei Fragen. Erstens, was kostet das Deutschland-Ticket im Jahr? Es geht nämlich hier um die Zahl, die immer in den Medien besprochen wird. Welche Summe soll jetzt hälftig vom Bund und von den Ländern geteilt werden? Können Sie da mal abstimmen? Und ich glaube, danach, wenn Sie abgestimmt haben, kommen Sie auch zu der nächsten Frage: Was kostet ein Auto im Monat? Monatliche Ausgaben fürs Auto. Bei der zweiten Frage ist der Kaufpreis oder der Leasingpreis nicht enthalten. Bei der Frage monatliche Ausgaben fürs Auto, da können Sie mit dem Slider auch krumme Zahlen nehmen. Sie müssen nicht immer 300 oder 400 sagen, sondern Sie können auch 313 sagen. Da geht es nur um die Ausgaben für Sprit, für Instandhaltung, für Reparaturen, auch für Versicherungen, für diese ganzen Sachen. Also der Kaufpreis ist nicht enthalten drin. Und ich schaue jetzt mal, was wir für eine Zahl haben. Beim ersten, da haben noch nicht so viele abgestimmt. Das ist noch ein bisschen ausgeglichen. Die Tendenz liegt jetzt bei 3 Milliarden. Und ich kann schon mal auflösen, wenn ich zurückgehe auf meine Präsentation. Die richtige Nummer ist 3 Milliarden. Ich habe das jetzt ein bisschen in einen Zusammenhang gebracht, damit wir wissen können, wie viel gibt man sonst für Mobilität aus. Wie man sieht, könnte man argumentieren, das ist gar nicht so viel im Vergleich zu den anderen. Man könnte aber genauso gut sagen, ich vergleiche da Äpfel mit Birnen. Ja? Deswegen habe ich noch einen Vergleich, der ein bisschen besser ist. Wie viel gibt Deutschland aus für die Schiene im Jahr, also pro Kopf im europäischen Vergleich? Und das ist von Allianz pro Schiene. Sie bringen diese Grafik jedes Jahr heraus. Aber diese Grafik gab es noch nicht. Das ist eine Zusammenfassung über das letzte Jahrzehnt, wo Daten vorliegen. Und wie man da sehen kann, schneidet Deutschland gar nicht so gut ab. Man könnte also die Summe verdreifachen und dann würden wir mit Österreich etwa gleich aufliegen. Also da ist noch viel Platz nach oben. Heute geht es um die soziale Frage. Warum? Weil unter anderem im Hartz IV und jetzt im neuen Bürgergeld ein Posten drin enthalten ist. Unter Hartz IV waren es 40 Euro in etwa. Jetzt sind es rund 45 Euro im Monat. Und wie man links sehen kann, reizen viele Angebote für Sozialtickets die volle Summe mehr oder weniger aus. Und ich habe für die Recherche für heute Abend gelernt, dass viele Haushalte, die Bürgergeld beziehen, gar nicht das Ticket sofort kaufen, sondern sie versuchen sich mit Einzelfahrscheinen durch den Monat zu schlagen, um am Ende vielleicht doch noch 5 Euro einzusparen. Damit ist natürlich die Mobilität sehr
eingeschränkt. Und darum geht es auch heute Abend. Wir wissen außerdem, dass das 49-Euro-Ticket vielen wohl zu teuer ist und dass 29 Euro offenbar die magische Zahl wäre. Das wissen wir auch von PwC. Die haben letztes Jahr diese Grafik veröffentlicht in einer Studie. Was man da sieht, ist einmal unten diese Linie, dass die Einnahmen dreimal einen Peak haben bei 49, 39, 29, dass aber die meisten Menschen, also 41% können sich vorstellen, das 49-Euro-Ticket zu kaufen, aber am meisten hätte man bei einem Peak bei 29 Euro, da würden 2/3 das Ticket kaufen. Also da wäre die Partizipation am größten. Ich wollte auch noch das Deutschland-Ticket mit dem Klimaticket in Österreich vergleichen, einfach weil es das Klimaticket schon gibt und daran kann man auch sehen, was kann man machen und was kann man lassen. Das Klimaticket in Österreich hat angefangen als 365-Euro-Ticket nur für Wien vor ungefähr 10 Jahren, ist aber seit Ende 2021 für das ganze Land erhältlich, hat sich aber auch nur 200.000 Mal verkauft. Das sind mal ein bisschen mehr als 2% der Bevölkerung. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also so viele sind es nicht. Warum? Das liegt bestimmt am Preis. Das ist ein bisschen kompliziert, aber es kostet ungefähr im Monat etwas mehr als 90 Euro. Es ist ein Jahresticket. Deswegen redet man, ich weiß nicht, ob Sie meine Maus sehen, man redet von 1095 Euro im Jahr. Also es ist fast doppelt so teuer wie das Deutschland-Ticket. Man kann aber, wie man oben sieht, auch ICE fahren damit, also alle Züge. Ich schreibe trotzdem Jein da rein, denn es kommt in Österreich anscheinend auch vor, dass bestimmte Züge doch nicht runterfallen. Das kennen wir vielleicht vom der eine oder andere vom 9-Euro-Ticket, dass man in einem Zug saß und der Schaffner kommt und sagt, das 9-Euro-Ticket gilt hier nicht. Das scheint auch der Fall in Österreich zu sein. Beim Deutschland-Ticket ist es auch bis auf ICE und IC mehr oder weniger flächendeckend, aber es gibt auch bestimmte Verbindungen, Busse und touristische Verbindungen, die fallen nicht darunter. Also ein bisschen muss man aufpassen. Was ich interessant finde am österreichischen Ticket ist, dass es diese ganzen anderen Kategorien gibt, nämlich ermäßigt. Es gibt einen ermäßigten Preis, also sowas wie ein Sozialticket. Das kostet knapp 70 im Monat. Man kann es aber überregional kaufen, dann kostet es nur 40. Überregional bedeutet 2 Länder. Also das könnte man auch für Deutschland andenken, dass man sagt Saarland, Rheinland-Pfalz oder Berlin-Brandenburg. Vielleicht kann der Bürger einfach entscheiden, welche 2 Länder er haben will. Regional bedeutet 1 Land und da sind wir bei den 30. Ja, also sowas gibt es bereits in Österreich. Familienticket, sage ich gleich noch was dazu, aber man sieht, dass es 110 Euro mehr im Monat kostet. Und diese ganzen Optionen gibt es fürs Deutschlandticket nicht. Man kann unterjährig kündigen, das heißt beide Tickets, Deutschlandticket und Österreich, sind Jahreskarten, die man bis zum Monatsende kündigen kann. Beide sind oder sollen sein digital. Das Klimaticket soll dieses Jahr als Karte kommen. Das Deutschland-Ticket, ich glaube, das weiß man immer noch nicht genau, wie das aussehen wird. Fahrrad- und Hundemitnahme ist unterschiedlich, wird unterschiedlich gehandhabt. Das finden die Österreicher anscheinend gut, wenn ich das richtig verstehe, weil die sagen, das ist auch unterschiedlich machbar und das sollen durchaus die Regionen entscheiden. Interessant auch in Österreich, man kann erste Klasse mit Aufschlag kaufen. Das gibt es in Deutschland-Ticket nicht. Und Kinder bis 5 Jahre kostenlos in beiden Fällen. Aber hier komme ich auf das Familienticket in Österreich zurück. Wenn man 2 Kinder hat im Jahre von 8 und 11, kostet das nur 110 Euro, also 10 Euro im Monat dazu. Und dann hat man folgendes Problem nicht. In Deutschland stellen wir uns vor, eine Familie mit 2 Kindern, vielleicht 8 und 11, vielleicht ohne Schülerkarte, sowas soll es auch geben. Das würde
knapp 200 Euro im Monat kosten, wenn man das voll ausreizen wollte. Und damit ist der Vergleich gar nicht mehr so gut. Dann kostet das Deutschland-Ticket doppelt so viel wie in Österreich. Also es gibt Möglichkeiten, das Deutschland-Ticket weiterzuentwickeln. Jetzt schalte ich nochmal auf die Frage zurück. Deutschland-Ticket, monatliche Ausgaben. Wir haben geschätzt 368,30 Euro. Tatsächlich kostet ein Auto im Monat in Deutschland 233 Euro nach dem Kauf. Also Versicherung, Sprit und so weiter, Reparaturen. Interessant sind auch diese Kurven. Die blaue Linie zeigt vor allen Dingen, dass reichere Leute viel mehr Geld für ein Auto ausgeben. Das heißt, die Belastung ist nach Einkommensklasse, das sind Nettoeinkommen, ist sehr unterschiedlich. Aber insgesamt, wenn man, ich habe das auch noch nachgeschlagen, was kostet ein Auto im Schnitt? Das Durchschnittsauto, Neuwagen in Deutschland kostet etwa 37.000 Euro. Ich mache die Mathe ganz schnell. Über 10 Jahre sind das und 12 Monate sind das ungefähr 300 Euro im Monat für den Kauf. Das heißt, im Schnitt geben wir in Deutschland 500 Euro Pi mal Daumen aus für ein Auto. Und dann ist dieser Vergleich natürlich mit 4-mal Monatskarte gar nicht so schlecht, wenn man das Geld hat. Ja, das muss man dazu sagen. Damit würde ich schon mal abschließen und an Dr. Hille rübergeben. Frau Dr. Hille ist Forscherin in Erfurt und ich habe gleich eine Frage an Sie, Frau Hille. Man sieht hier, bei meiner Recherche habe ich diese Grafik von Allianz Pro Schiene entdeckt, die Zufriedenheit mit dem ÖPNV. Und natürlich schneiden die Stadtstaaten besser ab. Wir wissen ja alle, dass das besser in Städten funktioniert als auf dem Land. Aber wenn ich die Umfrage, wenn ich gefragt hätte in der Umfrage, welches Flächenland hat den besten ÖPNV, ich weiß nicht, ob alle gesagt hätten Thüringen, aber das scheint der Fall zu sein. Also meine Frage, meine Einstiegsfrage an Sie, Dr. Hille, können Sie bestätigen, dass der ÖPNV in Thüringen so gut ist und liegt das sowieso nur an Ihrer Arbeit dort? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier heute zu dieser Veranstaltung. Ich kann Ihnen, also ich habe im Vorfeld schon über diese Frage nachgedacht. Ich kann irgendwie nicht richtig beantworten. Ich habe mich gefragt, ob die Thüringer einfach genügsamer sind als alle anderen Flächenländer. Grundsätzlich ist der ÖPNV oder der ÖV in Thüringen sicherlich nicht schlecht. Thüringen ist ja auch nicht so ein ganz großes Bundesland. Also wenn wir es jetzt vielleicht mit Baden-Württemberg vergleichen, vielleicht liegt es auch daran. Richtig beantworten kann ich die Frage auf jeden Fall nicht, kann ich Ihnen schon mal so sagen. Ich würde dann jetzt einfach in meine Präsentation vielleicht starten. Ist das so vorgesehen, Herr Morris? Ja, okay. Genau. Also es wurde ja schon angekündigt. Ich habe mich im Rahmen einer Studie mit dem 9-Euro-Ticket beschäftigt. Ich habe das nicht allein getan, sondern zusammen mit einem Kollegen, Matthias Garter, Professor an der Fachhochschule in Erfurt. Und würde Ihnen jetzt in aller Kürze gern unsere Ergebnisse vorstellen. Sie müssten die Präsentation jetzt schon sehen, aber noch nicht im Vollbildmodus, jetzt aber im Vollbildmodus. Genau, also wir haben uns mit dem 9-Euro-Ticket beschäftigt und der Frage, welche Auswirkungen hat es eigentlich auf die soziale Teilhabe, auf Armut und Mobilität. Und da ganz kurz so zum theoretischen Hintergrund ist es eben so, ne, Sie wissen das alle, Mobilität ist eigentlich die wesentliche Voraussetzung für soziale Teilhabe. Und gleichzeitig wissen wir aber natürlich, Mobilität ist mit finanziellen Kosten verbunden. Und das heißt in der Folge, Menschen mit geringen finanziellen Mitteln kann der Zugang zu Mobilität fehlen. In der Wissenschaft sprechen wir hier von Mobilitätsarmut. Und die Folge von Mobilitätsarmut kann eben sein, dass natürlich die Möglichkeit fehlt, an Aktivitäten an räumlich entfernteren Orten, also wo man Wege zurücklegen muss, die mit Kosten verbunden sind, nicht ausüben kann. Und es kann auch dazu führen, dass soziale Kontakte, die weiter entfernt sind,
eben nicht aufrechterhalten werden können. Man spricht dann auch von mobilitätsbezogener sozialer Exklusion. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ja, gibt es das eigentlich in Deutschland, kann man das beobachten? Dann gibt es so zwei, habe ich Ihnen so zwei kleine empirische Beispiele schon mal mitgebracht. Das eine ist, wir wissen, Menschen mit niedrigem ökonomischen Status legen in Deutschland weniger und kürzere Wege zurück als Menschen mit hohem ökonomischen Status. Und wir wissen auch aus Studien, dass 10% der Menschen mit niedrigem ökonomischen Status sich in Deutschland keine regelmäßige Nutzung des ÖPNVs leisten können. Und auch Herr Morris hat es schon eingangs gesagt, im Hartz-IV-Satz waren 40 Euro für Mobilität zumindest rechnerisch vorgesehen. Ob diese 40 Euro wirklich investiert worden sind, wenn am Ende sozusagen man vielleicht doch vor der Wahl steht, okay, ich muss jetzt meinem Kind vielleicht ein Schulbuch kaufen oder kann ich mir noch eine Fahrkarte leisten? Ja, wie entscheidet man sich dann? Also es ist ein rechnerisches Modell und aber auch diese 40 Euro haben in der Regel nicht sozusagen für das Sozialticket, wenn es denn eins gab, gereicht. Also das nur so zum Hintergrund. Wir haben dann das 9-Euro-Ticket im Sommer erlebt sozusagen und wir in Erfurt haben es genutzt für eine Haushaltsbefragung. Und zwar haben wir 6.000 Fragebögen verteilt, hatten dann einen Rücklauf von 1.157 Fragebögen. Das ist für so eine sozialwissenschaftliche Erhebung schon ein sehr guter Rücklauf. Wir haben das ausgewertet mit statistischen Verfahren, aber auch mit einer qualitativen Inhaltsanalyse. Denn es gab dieses kleine Kommentarfeld, was ich Ihnen hier mal eingeblendet habe und was es ja ganz oft auch in Befragungen gibt, haben Sie weitere Anmerkungen. Und dieses Kommentarfeld wird in der Regel nicht genutzt. In unserer Befragung wurde es aber sehr intensiv genutzt und das zeigt natürlich auch, dass die Menschen offensichtlich da ein großes Mitteilungsbedürfnis hatten. Also wir hatten im Ergebnis über 450 auswertbare Kommentare und ich werde Ihnen so ein paar dieser Kommentare nachher auch noch zeigen. Die Forschungsfrage nochmal ganz kurz zusammengefasst war, welche Auswirkungen hat das 9-Euro-Ticket auf die Mobilität und soziale Teilhabe von Menschen mit geringem Einkommen gehabt? Wir haben diese Befragung durchgeführt in Erfurt, also in der Landeshauptstadt Thürings, und zwar in 6 ausgewählten Stadtteilen. Alle diese Stadtteile, hier unten sehen Sie auch eine Karte, liegen nicht zentral im Stadtgebiet. Sie haben aber alle eine sehr gute Anbindung an das ÖPNV-Netz. Das heißt, alle haben eine Anbindung an die Straßenbahn. Es sind alles Gebiete, wo Großwohnsiedlungen, also der sogenannte Plattenbau, vorherrscht aus den 70er und 80er Jahren. Das sehen Sie auch hier mal auf diesen Fotos. Es sind Gebiete mit einem deutlich geringeren Einkommensniveau. Also wir wollten ja die Geringverdienerinnen und Verdiener erreichen. Es sind Gebiete, die eine überdurchschnittlich hohe Quote an TransferleistungsempfängerInnen vorweisen können, sozusagen mit einer hohen Bevölkerungsdichte. Und im Sozialatlas der Stadt Erfurt sind es Gebiete mit sogenanntem besonderem Unterstützungsbedarf. Also das so zum Hintergrund. In der Befragung selbst ist es uns eben gelungen, tatsächlich Menschen mit eher geringem Einkommen zu erreichen. Also Sie sehen hier mal sozusagen die Einkommensverteilung in der Stichprobe und Sie sehen da, der Mittelwert liegt bei 1.368 Euro Netto-Äquivalenzeinkommen. Also tatsächlich hier unterdurchschnittlich. Und damit komme ich schon direkt zu den Befragungsergebnissen. Also es geht hier ganz flott voran sozusagen. Insgesamt hatten 87% der Befragten das Ticket in mindestens einem der 3 Monate gekauft. Für was wurde jetzt dieses 9-Euro-Ticket von den TicketbesitzerInnen genutzt? Und da sehen wir sozusagen, Einkaufen ist einer der klassischen Wegezwecke, 64%. Dicht gefolgt von Besuch bei Verwandten, Freunden, Bekannten mit 50% oder auch Tagesausflüge von 46%. Man muss an dieser Stelle nochmal festhalten, sozusagen, dass wir einen ganz starken Fokus auf Freizeitaktivitäten gelegt haben in der Befragung. Und das sieht man eben auch hier in diesen Antwortmöglichkeiten natürlich, denn wir haben soziale Teilhabe über Freizeitaktivitäten gemessen. Und damit komme ich schon zu den Ergebnissen im Hinblick auf die Veränderung im Mobilitätsverhalten der Ticketbesitzer. Und da sehen Sie, wenn wir jetzt erstmal sozusagen den Blick auf die gesamte Mobilität richten, also diese erste
der erste Balken, das ist wenig überraschend. Insgesamt bin ich viel öfter unterwegs oder eher öfter unterwegs. Da sagen 45% oder fast 46%, ja, ich bin viel öfter oder eher öfter unterwegs. Und jetzt mit dem ÖPNV nochmal, auch das vielleicht wenig überraschend, sozusagen bei den Ticketbesitzern sagen über 60%, sie sind eher öfter oder viel öfter mit dem ÖPNV unterwegs. Wenn wir jetzt aber mal in die Einkommensgruppen doch nochmal so einen genaueren Blick werfen, das ist hier auf dieser Folie abgebildet, also hier haben wir nochmal Einkommensgruppen gebildet, ne? Die erste Spalte bis 500 Euro Nettoäquivalenzeinkommen, dann bis 750 Euro, bis 1.250 Euro und so weiter. Und wenn Sie jetzt mal einen Blick werfen auf dieses rot umkreiste, auf die rot umkreisten Zahlen, dann sehen Sie, wie groß die Effekte eigentlich in den unteren Einkommensgruppen sind oder anders gesagt, wie groß die Mobilitätsgewinne gerade für die unteren Einkommensgruppen sind. Also wenn wir hier schauen, insgesamt bin ich viel öfter unterwegs, da sagen bei einem Einkommen von 500 Euro netto 43%, ich bin viel öfter unterwegs. Und wenn wir dann eben schauen, okay, in der Gruppe von bis zu 1.250 Euro, dann sind es halt nur noch 35%, die das sagen. Also es nimmt dann sozusagen mit steigendem Einkommen ab. Dasselbe sieht man bei dem Unterwegssein mit dem ÖPNV. Der gleiche Effekt, der ist auch signifikant, statistisch gesehen. Genau. Wenn wir jetzt sozusagen weggehen von der Mobilität hin zur sozialen Teilhabe, ich hatte es schon gesagt, wir haben soziale Teilhabe über Freizeitaktivitäten gemessen. Man kann das natürlich in vielerlei Hinsicht messen. Wir haben uns für Freizeitaktivitäten entschieden und haben zuerst gefragt, ob die Menschen sich wünschen, mehr Freizeitaktivitäten zu unternehmen und was sie eben daran hindert. Und da sehen wir der entscheidende Punkt, der am häufigsten genannt wurde, ist, ja, ich wünsche mir mehr Freizeitaktivitäten, aber die Fahrt dorthin ist mir zu teuer. Das sagen 35% der Befragten. Dann der Eintrittspreis ist mir zu hoch, sagen auch knapp 35%. Ich habe gesundheitliche Einschränkungen, das haben fast ein Viertel der Befragten gesagt. Das Thema Einsamkeit scheint noch eine Rolle zu spielen. Ne? Das sehen wir weiter unten. Ja, aber ich finde keine Person, die mich begleitet, sagen immerhin auch noch 13% der Befragten. Wenn wir jetzt schauen, was hat denn da jetzt das 9-Euro-Ticket vielleicht auch geändert? Also schauen wir auf die Veränderungen im Freizeitverhalten. Dann nehme ich jetzt hier mal raus den Ausflug in die Stadt. Da sagen 40% oder fast 40% der Befragten habe ich öfter oder eher öfter oder viel öfter gemacht. Wenn wir schauen bei Besuch von oder bei Freundinnen und Familie, auch da sagen fast 35%, ja, mit dem 9-Euro-Ticket habe ich das eher öfter oder viel öfter unternommen. Und auch hier wieder der Blick in die einzelnen Einkommensgruppen, damit Sie das so ein bisschen vergleichen können. Auch hier sehen wir wieder, in den unteren Einkommensgruppen sind die Mobilitätsgewinne oder die Gewinne an sozialer Teilhabe im Sinne von Freizeitaktivitäten einfach am größten. Also der Effekt in der Gruppe bis 500 Euro Nettoäquivalenzeinkommen, der ist jeweils am höchsten. Und das ist natürlich ein ganz eindeutiges Indiz dafür, dass das 9-Euro-Ticket die soziale Teilhabe gerade der ganz unteren Einkommensgruppen enorm sozusagen verbessert hat. Und das wird besonders deutlich jetzt sozusagen, wenn ich Ihnen noch Teile aus dieser Inhaltsanalyse aus den Kommentaren mitbringe und einfach mal aufzeige. Ich will das hier mal vorlesen. Also ein Beispiel ist, das 9-Euro-Ticket bewirkt auch bei mir, dass man mehr unterwegs ist, öfter fährt und ja auch Ausflüge unternimmt, die man sich sonst nicht hätte leisten können. Es ermöglicht den kleinen Urlaub in Thüringen, wenn man sich Flugreisen nicht leisten kann, also mehr Mobilität und Lebensqualität, nicht nur Balkonien. Natürlich spielt auch das Thema der Flexibilität beim 9-Euro-Ticket eine große Rolle. Das zeigt der nächste Kommentar. Es macht alles deutlich einfacher. Die Nutzung ist schön unkompliziert und ermöglicht kostengünstig auch mal einen Tagesausflug. Dies war es uns leider nur selten möglich. Ich hoffe auf eine Weiterführung des Angebots.
Grundsätzlich, und das ist ein Punkt, der uns auch als Forscherinnen und Forscher sozusagen doch auch schockiert hat, war es, dass wir gesehen haben, und es kam immer wieder sozusagen, dass es auch darum ging, dass plötzlich Grundbedürfnisse, also Fachärzte, aber auch Einkaufsmöglichkeiten, die direkt am Wohnort eben nicht erfüllt werden können, obwohl wir hier in einem urbanen Gebiet sind, durch das 9-Euro-Ticket plötzlich erreichbar waren. Also ein beispielhafter Kommentar: Ich habe endlich wieder ein Gefühl für das Leben bekommen. Ich konnte auch Arzttermine machen, was vorher nicht möglich war. Man fühlt sich nicht so eingeschränkt. Ab September sollte kein Nachfolger für das 9-Euro-Ticket kommen. Muss ich mir sehr gut überlegen, ob ich mir leisten kann, zum Zahnarzt zu gehen oder zum Augenarzt. Dafür muss ich öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Und das ist natürlich schon was, was wir uns hier vor Augen führen müssen und was auch das 49-Euro-Ticket einfach nicht lösen wird. Also das will ich an dieser Stelle doch klar sagen. Ja, dann das Thema Einsamkeit. Ich hatte es schon ganz kurz angesprochen, kam auch in den Kommentaren immer wieder. Das 9-Euro-Ticket hat mir gezeigt, dass man nicht alleine sein muss. Sehr gute Erfahrung, gut gegen die Einsamkeit. Ich kam mehr unter Menschen und hatte dadurch mehr leistbare Sozialkontakte. Oder auch, ich kann mich öfter mit Freunden treffen. Es hilft bei der Bewältigung von Alterseinsamkeit. Ja. Dann das Thema Entlastung. Das 9-Euro-Ticket ist ja eigentlich nicht unbedingt als Entlastungsmaßnahme eingeführt worden, zumindest nicht für die wir hier befragt haben. Und trotzdem sehen wir natürlich, dass wir hier deutliche Entlastungseffekte haben. Denn ganz oft, das muss man einfach sagen, sind das eben Personen gewesen, die wir hier befragt haben, die sich sonst kein normales Monatsticket leisten könnten. Die sich, und Herr Morris hat es am Eingangs schon gesagt, die sich eher sozusagen von Einzelfahrschein zu Einzelfahrschein hangeln und genau abwägen, muss ich jetzt diese Fahrt wirklich unternehmen oder kann ich sie nicht noch bündeln? Also ne, das Thema Fahrtenbündelung, um möglichst wenig Geld für Mobilität auszugeben, das spielt eben eine ganz große Rolle. Und das hat das 9-Euro-Ticket natürlich total obsolet gemacht, weil es war dann einfach egal, ob man jetzt nur einmal am Tag irgendwo hinfährt oder ob man das vielleicht sogar noch ein zweites Mal macht. Genau, also man muss sich nicht mehr genau überlegen, welchen Weg man wirklich macht und welchen nicht. Auch hier nochmal kurz die Zitate: Ich muss nicht täglich Fahrscheine kaufen und kann gelassen in die Bahn einsteigen. Es bleibt noch etwas Geld zum Leben übrig, fand ich große Klasse. Als berufstätige, alleinerziehende Mutter ist so ein vergünstigtes Ticket ein Riesengewinn für uns, da wir es dreifach benötigen und ich beim vollen Preis wesentlich mehr finanziell haushalten müsste und es mehr Abstriche für die Kinder 16 und 15 bedeuten würde. Auch wir haben die Zahlungsbereitschaft abgefragt. Das kam eingangs schon, die 29 Euro. Das ist auch so das, was bei uns rausgekommen ist. Natürlich muss man sagen, Zahlungsbereitschaft ist eine heikle Frage, weil niemand von uns kann wirklich in die Glaskugel schauen. Und trotzdem zeigt Ihnen jetzt diese Statistik, die ich hier mitgebracht habe, natürlich, dass 49 Euro für die Gruppe der Geringverdienerinnen oder die Gruppe der Menschen mit geringem Einkommen einfach kein realistischer Wert ist. Also wenn Sie sich überlegen, Sie leben von einer geringen Rente oder eben vom jetzt Bürgergeld, dann sind 49 Euro einfach jede Menge Geld. Und damit komme ich auch schon zu meinem Fazit. Ich konnte natürlich jetzt hier nur einen kleinen Ausschnitt unserer Forschung zeigen. Und trotzdem, also man muss einfach festhalten, das 9-Euro-Ticket hat Menschen mit geringem Einkommen vielfach einen Zugang zum ÖPNV ermöglicht, der so vorher einfach nicht möglich war. Es waren eben Menschen, die sich häufig vorher einfach keine Monatskarte und erst recht keine deutschlandweite oder thüringenweite Monatskarte hätten leisten können. Der ÖPNV oder das ÖPNV-System ist das Rückgrat unseres Verkehrssystems. Ich glaube, das muss man sich auch immer wieder bei der Debatte um Finanzen und um Finanzierung vor Augen führen. Und wenn wir natürlich auch eine Verkehrswende wollen, dann braucht es einen Ausbau und eine Weiterentwicklung des ÖPNVs ganz unbedingt. Menschen mit geringem Einkommen, und das haben wir eben gezeigt, profitierten in urban gut angebundenen Gebieten im besonderen Maß.
Und trotzdem muss man natürlich sagen, ja, was ist denn eigentlich mit dem ländlichen Raum? Das ist ja auch ein großes Thema in der Debatte und auch wir wollen das nicht sozusagen unter den Tisch kehren. Wenn man ländlichen Raum und den urbanen Raum vergleicht, dann ist es eben eine Frage von Gerechtigkeit. Ja, der Zugang zur Mobilität, ich hatte es eingangs schon gesagt, der bestimmt die Chancen der Teilhabe. Und damit muss man einfach sagen, dass wenn es eine ganze Gruppe gibt, die sich Mobilität nicht sozusagen in diesem Maße leisten kann, dass das einfach ein gesellschaftlicher Missstand ist, der sozusagen im Grunde aber in der Debatte fast keine Rolle spielt. Und dass wir uns doch vielleicht nochmal daran erinnern, für wen eigentlich Verkehrspolitik gemacht wird und dass wir vielleicht anstreben sollten, eine Verkehrspolitik zu machen, die sich an den Bedürfnissen aller Einkommensschichten orientiert. Und damit bin ich am Ende meines kurzen Impulsvortrages und freue mich natürlich auf die Diskussion, aber auch auf Fragen. Ja, vielen Dank, Dr. Hille. Ich sehe im Chat persönlich keine Verständnisfragen. Sie können, Philipp, unterbrech mich, wenn das nicht so stimmt, aber wir können weiterhin Fragen stellen im Chat. Ich sammle sie auch für die große Diskussion am Ende. Dann würde ich jetzt aber an Herrn Jan Kirschbaum abgeben. Herr Kirschbaum von der Bürgerticket-Initiative in Wuppertal. Und wenn ich das richtig verstehe, Herr Kirschbaum, ist das eigentlich ein Konzept, dieses Bürgerticket in Wuppertal. Ich kann es mir nicht kaufen, oder? Zumindest nicht in Freiburg und auch nicht in Wuppertal, weil es im Moment immer noch ein Konzept ist, genau. Das ist eine Idee, die auch vor dem Deutschlandticket entstanden ist. Also wir sind da auf einem Stand von 2019 und dann kam, wie Sie alle wissen, eine Pandemie und ganz viel Zeitenwende. Aber das ist quasi ein Konzept, was antwortet auf Finanzierungsfragen, wie sie sich 2019 gestellt haben. Okay, dann können Sie loslegen. Ja, sehr gerne. Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich würde Ihnen gerne kurz vorstellen heute, was das Bürgerticket ist, was es kosten würde, welche Chancen es bietet und wie die Akzeptanz eines sogenannten Bürgertickets denn wäre. Herr Morris hat mich gebeten, vorab noch was zu sagen zu dem Thema, wie wir auf die Idee gekommen sind und was uns antreibt. Und das sind ganz verschiedene Aspekte. Einmal ist Wuppertal eine arme Stadt. Das betrifft nicht nur viele Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Stadt selber. Der Haushalt ist in der Regel, schrammt er haarscharf daran vorbei, dass ein Sparkommissar kommt. Das hat strukturelle Probleme, hat auch Probleme, die teilweise im Bundestag ausgelöst werden, wo Aufgaben an Kommunen ausgelagert werden, die dann da kein Geld für haben. Und 2012 musste Wuppertal 50 Millionen Euro im Haushalt einsparen, um in ein Landesprogramm zur Stärkung der Kommunalfinanzen zu kommen. Und diese 50 Millionen Euro sind zufällig genau das Defizit des ÖPNV. Von daher haben wir damals angefangen, wenn wir jetzt das Defizit des ÖPNV nicht mehr hätten, könnten wir das Geld nicht nutzen, um zum Beispiel wie in diesem Fall den Zuschuss der Wuppertaler Bühnen zu retten. Also das ist ein finanzieller Aspekt. Dann ist es aber so nicht gekommen. Die Stadtwerke streichen im Busverkehr und müssen weiter kürzen. Das hilft natürlich in vielen Aspekten nicht. Dann das Thema Klimawandel. Das sind die Treibhausgasemissionen seit 1990. Und was uns jetzt hier interessiert, ist dieser dicke blaue Balken. Das sind die Emissionen des Verkehrs. Und wenn Sie sich diesen Balken angucken im Verlauf, der ist seit 1990 nicht eine Tonne CO2 eingespart worden. Aber auch da müssen wir einsparen, wenn wir dem Klimawandel etwas entgegensetzen wollen. Dann noch der Aspekt, das ist aus dem Polizeibericht der Stadt Wuppertal, ich glaube 2018. Alle 3 Tage verunglückt in Wuppertal ein Kind im Straßenverkehr. Alle 7:30 im Durchschnitt, statistisch natürlich, wird ein Verkehrsteilnehmer verletzt. Das ist ein Zustand, den wir nicht für sinnvoll erachtet haben. Dies überspringe ich. Dann 2018 im Mai ist in Wuppertal ein schweres Unwetter niedergegangen. Sie sehen einmal die untere Etage von den City-Arkaden, dem örtlichen Einkaufszentrum in der Innenstadt. Rechts das Bild ist, glaube ich, auch überregional durch die Medien gegangen, als eine Tankstellenbedachung komplett eingestürzt ist. Das heißt, der Klimawandel wird teuer und er
greift auch Wuppertal schon an und das hat er auch 2021 gemacht. Das ist unser Straßenbahnmuseum nahe der Wupper und Sie sehen, was die Wupper mit diesem Museum gemacht hat. Das ist das gleiche Unwetter, was an der Ahr für ganz fürchterliche Schäden und auch für Todesfälle gesorgt hat. In Wuppertal hat es zum Glück keine Todesfälle gegeben, aber erhebliche Sachschäden und so Unwetter sind ja weiter zu erwarten. Von daher können wir nicht so weitermachen wie bisher. Das treibt uns an und das knüpft jetzt quasi an den Vortrag von Frau Hille an. Das hat die Zeit vor ein paar Wochen rausgebracht. Für die größeren Städte haben sie verglichen, wo arme und reiche Menschen wohnen. Und wenn Sie sich das anschauen, erstens sehen Sie einmal in Wuppertal leben im Zentrum viele arme Menschen. Da, wo der Verkehr am dichtesten ist, leben auch die Armen, während die Reichen weiter draußen wohnen, um dann mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren und dort die Luft zu verpesten. Was ist jetzt ein Bürgerticket? Das ist ganz simpel. Wer studiert hat, kennt es. Es ist ein Semesterticket für alle. Die Idee ist, wenn alle, die in Wuppertal leben, einen Beitrag leisten, kann man damit den ÖPNV finanzieren. Man kann ihn besser finanzieren und im Gegenzug bekommen alle ein günstiges Bürgerticket. Im Grunde haben wir sowas im Moment auch schon. Wenn Sie sich den linken Balken angucken, so wird der ÖPNV in Wuppertal und in vielen, zumindest westdeutschen Städten finanziert. Es gibt einmal die Fahrkarten in Rot, es gibt ein paar Fördermittel hier in diesem Türkis und dann gibt es gelb die Einnahmen aus dem Querverbund, sprich was an Überschuss produziert wird im Gas- und Stromgeschäft der Stadtwerke, wird steuerlich so verrechnet, dass am Ende die Stadtwerke, also die Verkehrssparte, eine schwarze Null schreibt. Das geht immer schlechter, auch weil sich da Gesetzgebung geändert hat, auch EU-Gesetzgebung. Und deswegen ist unsere Idee natürlich weiter, soll es öffentliche Fördermittel geben, dann diesen Nahverkehrsbeitrag und noch ein paar zusätzliche Einnahmen, da sage ich gleich was zu, aber die deutlich mehr in den ÖPNV stecken, als es bisher ist. Genau. Ich möchte noch ganz kurz was zum Thema Abgaben sagen, weil das gleich wichtig werden will. Es gibt in Deutschland drei grobe Formen von Abgaben. Das eine ist die Steuer, das kennen Sie vielleicht von zum Beispiel der Tabaksteuer. Jemand kauft ein Produkt, muss darauf Steuern erheben und das Ganze wandert in den großen Sack vom Finanzminister und ist nicht zweckgebunden. Dann gibt es ganz unten die Gebühr, das kennen Sie, wenn Sie Ihren Personalausweis verlängern. Sie haben eine konkrete Dienstleistung, gehen dafür zum Amt, bezahlen diese konkrete Dienstleistung, bekommen im Gegenzug in diesem Fall das Dokument und das ist die Gebühr. Die ist ganz klar an eine Leistung gebunden. Und dann gibt es dazwischen den Beitrag, das kennen wir inzwischen vom Rundfunkbeitrag, der ja schon länger keine Gebühr mehr ist. Das heißt, da bin ich zahlungspflichtig, wenn ich einen mehr oder weniger indirekten Nutzen von einer Maßnahme habe. Also die Idee ist, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanzieren alle, deswegen müssen alle daran beteiligt werden. Und bei Straßenbaubeiträgen gilt das auch. Als Anlieger muss ich für die Sanierung oder Neubau der Straße zahlen, auch wenn ich vielleicht gar kein Auto habe und mir ein Fußweg reichen würde. Aber wir wollen genauso einen Beitrag einführen, einen Nahverkehrsbeitrag. Wir haben es jetzt Bürgerticket genannt und wir haben ein bisschen gerechnet. Und unsere Idee wäre, dass für Wuppertal ein Bürgerticket 50 Euro kosten sollte. Das wäre für alle mit einem monatlichen Nettoeinkommen über 1.500 Euro. Im Vergleich dazu, das günstigste Abo-Ticket, was es in Wuppertal gibt, kostet 73,94 Euro, ist also deutlich teurer. In den Workshops, die wir gemacht haben, gibt es ja zwischen denen, die Hartz IV beziehen und denen, die ein gutes Einkommen haben, auch noch eine große Gruppe von Menschen, die, naja, man sagt ja so schön, zu wenig zum Sterben, zum Leben zu viel haben. Jetzt andersrum, zu wenig zum Leben, zum Sterben, zu viel. Und auch die wollten wir berücksichtigen. Deswegen gibt es mit 30 Euro, und das trifft sich ja ganz schön, dass die 29 Euro eben genannt wurden, einen ermäßigten Beitrag anbieten für Leute, die zwischen 900 und 1.500 Euro verdienen. Und dann gibt es noch den solidarischen Beitrag für alle mit einem monatlichen Einkommen unter 900 Euro. Bei Schülerinnen und Schülern haben wir gesagt, alle bekommen ein Schokoticket. Schokoticket ist hier die Schülerkarte, die man für 12 Euro bekommt, wenn man weit genug von der Schule weg wohnt. Wenn man nahe dran wohnt, kostet das ungefähr 35 Euro, was ja irgendwie keinen Sinn ergibt, wenn man nur den Weg zur Schule bemisst. Deswegen, wir haben gesagt, alle
ohne Entfernungsbeschränkung können für 12 Euro das erste Kind, 6 Euro das zweite Kind, 0 Euro alle weiteren Kinder ein Schokoticket beziehen. Der Semesterbeitrag bleibt das Semesterticket NRW. Das ist ungefähr 31 Euro im Monat. Und dann gibt es natürlich Schwerbehinderte, die bisher mit ihrem Schwerbehindertenausweis fahren. Nicht schulpflichtige Kinder zahlen nichts. Und natürlich auch Härtefälle haben wir uns gedacht, da sollte es jemand geben, der darüber entscheidet, dass die dann nichts bezahlen müssen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand überhaupt nicht mobil ist, an seine Wohnung gefesselt ist, das nicht nutzen kann, das wäre ein Härtefall. Wenn man das einmal beispielhaft durchrechnet, wenn wir jetzt eine Familie haben mit einem guten Einkommen, zwei Kindern, ich habe hier vom ADAC die Zahlen genommen, fortschrittliche Familie, sie haben schon ein Elektroauto, zahlen die ungefähr, das ist bei mir die Zoom-Spalte genau davor, 1.133 Euro für ihre Autos. Da kämen nochmal 118 Euro drauf fürs Bürgerticket, was einem Gegenwert von 40,7 Einzeltickets entspräche. Also da wäre eine zusätzliche Belastung spürbar. Wenn wir jetzt eine Alleinerziehende nehmen, mit einem Einkommen von 1.100 Euro, die jetzt auch schon den ÖPNV benutzt, die würde sparen, mit ihrem Kind nämlich lockere 65 Euro weniger zahlen. Von 107 Euro fällt sie auf 42 Euro. Jetzt haben wir hier ein älteres Pärchen als Beispiel mit einer guten und einer nicht so guten Rente, die noch ein altes Auto haben, was ein bisschen Geld kostet. Und der Mann müsste 30 Euro zahlen, hat aber einen Schwerbehindertenausweis, deswegen muss er nichts zahlen. Und die Frau in dem Fall 12 Euro, das wären 4,3 Einzeltickets, die sie mehr zahlen als vorher. Und dann haben wir noch eine Familie mit einem Kind, die bisher auch den ÖPNV nutzen. Und hier kommt noch die Besonderheit, dass der Mann ein Ticket 2000 hat mit der Stufe C, also über Wuppertal hinausfährt im VR. Und da müsste er für Wuppertal den 50-Euro-Beitrag zahlen und für den VR den Aufschlag, den es auch bisher gibt, um seine Stufe C zu erreichen. Das heißt, er würde auch da sparen. Die Mutter würde sparen und das Kind würde nichts bezahlen. Also sind wir da auch bei einer Einsparnis von 111,69 Euro. Damit das möglich ist, haben wir ein paar Forderungen an die Landespolitik, weil so ein Bürgerticket ist im Moment gar nicht erlaubt. Deswegen gibt es das auch noch nicht, denn eine Kommune kann im Moment laut Kommunalabgabengesetz NRW keine Nahverkehrsbeiträge erheben. Das wäre unsere Forderung, dass das möglich ist. Dann die zweite Sache wäre, dass wir jetzt hier damit gerechnet haben, dass das Land die Sozialticketpauschale weiter bezahlt und wir deswegen diese Mittel bei unserer Berechnung mit einberechnet haben. Genau so gilt es bei der Pauschale für die Schülerinnen und Schüler. Und dann kommen wir hier mit unserer Rechnung auf 160 Millionen Euro Einnahmen für den ÖPNV, die im Moment bei den WSW bei ungefähr 140 Millionen liegen. Also wir haben 20 Millionen mehr Euro, die wir in einen besseren ÖPNV stecken können über die verschiedenen Bürgertickets. Es sind ja de facto drei Stück und Semesterbeiträge und die Ausbildungspauschale und so weiter. Dem würden wir noch mehr Geld hinzufügen, nämlich die Tagesgäste müssten weiter Tickets ziehen. Es gibt weiterhin Einnahmen aus dem VAR-Ausgleich, also wo die Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund sich gegenseitig berechnen, wenn jemand mit einem Ticket von einem anderen Unternehmen dort gefahren ist, da gibt es einen regelmäßigen Ausgleich. Wir würden gerne die Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr in den ÖPNV stecken. Wir hatten keine Zahlen, was die WSW im Moment mit Pacht und Werbung überhaupt erwirtschaften, also die ganzen Plakate, die in den Bushaltestellen und hängen, keine Ahnung, was da eingenommen wird. Parkplatzbewirtschaftung von der Stadt und von den WSW würden wir auch gerne in den ÖPNV investieren, auch bestimmte Sondertickets, die Stellplatzabgabe oder natürlich auch, das ging 2019 noch nicht, das Bewohnerparken, die Einnahmen, da können die Städte ja jetzt eigene Gebühren für erheben, die kann man natürlich auch dann in den ÖPNV stecken und höher, also die Kosten teurer machen dafür. Welche Chancen bietet das Bürgerticket? Natürlich, wir können den Modal Split, also die Anteile der verschiedenen Verkehrsträger verändern. Links ist der aktuelle Stand von 2019 mit einem Autoanteil von fast 60% hier in der Stadt. Und unsere Vision wäre ein Autoanteil von ungefähr einem Viertel, von einem Bahnanteil von 33%, einem hohen Fußanteil und 10% Radverkehr.
Dann sind das hier kleinere Verbesserungen, die jetzt hier im Lokalen sind. Da würde ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber im Wesentlichen geht es darum, das ÖPNV-Angebot zu verbessern, Mobilstationen einzuführen, On-Demand-Verkehre, Klimaanlagen einzuführen, dass man auch im Sommer gerne im ÖPNV unterwegs ist zum Beispiel. Und dann gibt es noch weitere Effekte, die das Bürgerticket haben kann. Wir haben jetzt hier 160 Millionen an Einnahmen und die Standardrechnung ist, dass jeder Euro, der in den ÖPNV investiert wird, einen Nutzen von 1,30 Euro bringt. Das ist jetzt ein Querschnittswert für ganz Deutschland vom VDV. In Köln zum Beispiel ist das deutlich mehr. In Köln, wenn man da 1 Euro in den ÖPNV investiert, kommt da ein Nutzen von 5,30 Euro raus. Das sind alle Leute, die, also der ÖPNV bringt die Leute in die Innenstadt, wo sie die Geschäfte besuchen. Der ÖPNV ist Arbeitsplatzsteller. Es gibt Kioske, die allein von den Verkaufen von Kaffee an BusfahrerInnen leben und so weiter. Also es gibt einen hohen volkswirtschaftlichen Nutzen, der natürlich auch das Bürgerticket noch steigert. Auf der anderen Seite, und das kommt aus einer Dissertation zu dem Thema, zum Bürgerticket und den öffentlichen Personennahverkehr von Gregor Valuga, wäre ein Bürgerticket, je nachdem, wie es ausgestaltet ist, in der Lage, bis zu 20% CO2-Emissionen einzusparen, bis zu 20% Stickoxidemissionen und bis zu 30% Feinstaubemissionen einzusparen. Natürlich, das habe ich ja eben anfangs was treibt uns an angesprochen, haben wir die Vision, dass niemand mehr im Straßenverkehr ums Leben kommen soll, weil einfach weniger Verkehr da ist, weil die Städte und Straßen anders gebaut werden können. Auch das schließt an das an, was Frau Hille eben nochmal eindeutig gezeigt hat. Wir wollen allen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, damit sie nicht in Einsamkeit leben müssen. Wir wollen den Stadtraum schöner gestalten und nicht mehr zwingend mit 4- und 6- und 8-spurigen Straßen gestalten und natürlich auch weniger Stau sorgt dafür, dass für die, die das Auto wirklich brauchen, die darauf angewiesen sind, meine Handwerker zum Beispiel, dass die dann auch besser zurechtkommen, dass sie besser durchkommen, dass sie im Zweifel auch einen Parkplatz finden, da, wo sie sie brauchen. Ja, wie ist die Akzeptanz des Bürgertickets? Wir haben verschiedene Gruppen in der Stadt gefragt, die uns alle unterstützen. Das geht vom Deutschen Kinderschutzbund mit dem Ortsgruppe Wuppertal über das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, einer der besten Thinktanks zum Thema Klimapolitik, über verschiedene Fraktionen oder die Superintendentin der Evangelischen Kirche in Wuppertal, ADFC. Und auch die Bergische Uni unterstützt diese Idee. Und wenn wir uns angucken, links, sind die Leserbriefe, als wir unser Konzept Anfang 2019 veröffentlicht haben. Da finden Sie alles. Da finden Sie vernünftiger Vorschlag bis verfrühter Aprilscherz. Dann gab es Umfragen beim Stern, wo Sie so eine 50-50-Antwort haben. Beim Nordrhein-Westfalen-Trend vom WDR von vor ein paar Jahren war es auch 50-50. Also das ist so ungefähr das, was auch unsere Erfahrung ist. Es sind 50% dafür, 50% lehnen das eher ab. Aber, und damit komme ich zum Schluss, ich habe eben darüber gesprochen, dass es nicht möglich ist, eine Drittnutzerfinanzierung zu ermöglichen. Im aktuellen Koalitionsvertrag von CDU und Grünen, wir haben ja letztes Jahr in NRW neu gewählt, im Zukunftsvertrag steht drin, wir werden Kommunen, die es wünschen, die Einführung einer Drittnutzerfinanzierung ermöglichen. Es wird empfohlen, das über einen Ratsbürgerentscheid dann zu machen. Und die Kommunen müssen ihre bisherigen Aufwendungen verstetigen. Aber das ist das Ziel, was sich Grüne und CDU gesetzt haben, dass die Kommunen die Möglichkeit bekommen, den ÖPNV längerfristig besser zu finanzieren. Wie das Ganze dann ausgestaltet sein wird, muss man sehen, was der Verkehrsminister da jetzt entwickelt. Aber das wird kommen, denke ich. Ja, das wäre es soweit. Mein Input zum Thema Bürgerticket. Vielen Dank, dass Sie da sind und mir zugehört haben. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ein recht interessanter Beitrag. Und wir haben aus meiner Sicht ein paar inhaltliche Fragen. Ich würde wegen der Zeit um kurze Antworten erstmal bitten. Wir steigen in die Debatte später ein. Jemand hat gefragt, wie würde der Beitrag erhoben? Der würde von der Stadt eingezogen.
Okay. Also wie andere Abgaben, die die Stadt erhebt auch. Okay. Das Einwohnermeldeamt hat ja die Daten vorliegen. Okay. Und warum zahlen Studierende in ihrem Modell 31 Euro, obwohl ihr Einkommen unter 900 Euro in der Regel liegt? Warum nicht ein Solidarticket? Das Semesterticket im VR bzw. in NRW gilt NRW-weit. Das heißt, Sie bekommen zum Preis von 30 Euro ein Ticket, was bis zu den Landesgrenzen gilt. Das ist besser als ein 30-Euro-Ticket nur für Wuppertal. Weil Sie sonst beim Bürgerticket verlieren wollen, haben wir Ihnen das Semesterticket quasi gelassen. Und ich habe auch eine Frage. Ich meine gesehen zu haben, dass man durch dieses Modell mehr einnehmen würde, als es jetzt der Fall ist. Das heißt, man könnte sogar ausbauen. Das haben wir jetzt so gerechnet. Natürlich kann man auch mit den gleichen Einnahmen rechnen, dann wird das Bürgerticket günstiger. Man kann auch mit weniger Ausgaben rechnen, dann wird das Bürgerticket noch günstiger. Das ist halt ein Aushandlungsprozess, der unserer Meinung nach in den Stadtrat dann gehört. Wie viel wollen wir ausgeben? Was wollen wir uns leisten? Alles klar. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt die Frau Anja Liebert bitten, das Mikro anzuschalten. Nochmal zum Hintergrund. Sie vertritt Wuppertal im Bundestag. Sie ist bei den Grünen und kommt aus der Initiative, die Jan Kirschbaum gerade vorgestellt hat. Und Frau Liebert, meine Einstiegsfrage an Sie. Sie sind ja in der Koalition, Sie wissen es. Diente Österreichs Klimaticket überhaupt als Modell? Haben Sie sich jetzt angeschaut oder wurde das Rad einfach neu erfunden? Ja, erstmal herzlichen Dank und auch für den Hinweis, dass ich früher als Kommunalpolitikerin lange Jahre auch in dem Verkehrsbereich in Wuppertal tätig war und deswegen natürlich auch die Initiative von Herrn Kirschbaum sehr gut kenne und da auch mitgearbeitet habe. Frau Dr. Hiller hatte das vorhin auch kurz angesprochen. Das 9-Euro-Ticket ist im Zuge der Entlastungspakete entwickelt worden. Und zwar gab es ja die großen Debatten um den Tankrabatt, über den heute ja niemand mehr spricht, ob das sinnvoll war oder nicht. Ich glaube nein, aber das war ja damals ein favorisierter Punkt, zu sagen, wir brauchen einen Tankrabatt, um die Menschen, die mit dem Auto unterwegs zur Arbeit sind, vor allem zu entlasten. Und daraufhin ist ja dann die Idee aufgekommen, wie schaffen wir es denn auch die Menschen finanziell zu entlasten, die eben nicht tanken, sondern mit dem ÖPNV unterwegs sind. Und das war im Grunde die Geburtsstunde des 9-Euro-Tickets im Zuge der Entlastungsmaßnahmen oder der Entlastungspakete. Dass heute niemand mehr über den Tankrabatt spricht, aber viele über das 9-Euro-Ticket, zeigt ja, welches Modell erfolgreich war und dass für viele das 9-Euro-Ticket ja auch, wie das vorhin in den Kommentaren bei der Befragung da beschrieben wurde, auch eine Möglichkeit war, über die Grenzen der eigenen Stadt, der eigenen Region hinaus sich zu bewegen. Das war ja im Grunde auch ein Sommer-Event und es war, glaube ich, allen Beteiligten klar, dass man nicht einen Tankrabatt verlängert, aber dass man auf jeden Fall eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket finden muss. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Faktor, den wir hier jetzt nicht unterschätzen sollten. Der ÖPNV ist das Rückgrat auch für eine sozialgerechte und umweltfreundliche Verkehrswende. Und allein die Tatsache, dass es jetzt ein Nachfolgemodell gibt, und ich gehe mal davon aus, wenn wir einmal ein Modell haben, wird das nicht ein halbes Jahr später wieder abgeschafft. Das ist ja schon ein Schalter, der im ÖPNV umgelegt wurde, der ganz andere Voraussetzungen schafft, auch für die Diskussionen, die kommen. Und der Preis muss natürlich angemessen sein. Und es gibt ja jetzt auch schon Offensiven von Sozialverbänden, dass gesagt wird, wir brauchen auch eine preiswertere Variante. Es gibt die Diskussion um das Jobticket, das eben über die Arbeitgeber ja ein Rabatt gewährt wird, sodass man dann für diejenigen Arbeitgeber, die dann mitmachen, dass ja dann man bei 35 Euro ungefähr rauskäme. Und ich glaube, bei der Debatte ist auch wichtig, dann zu gucken, wenn es jetzt für die Leute, die über einen Arbeitgeber einen Rabatt bekommen und dann bei 35 Euro ungefähr landen, dann kann es ja nicht sein, dass die Leute, die nicht arbeiten gehen, dann quasi doppelt bestraft werden. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es in der Perspektive da auch noch was anderes gibt. Bei der Einführung jetzt
ist es ja erstmal so, dass in manchen Bereichen dann doch noch Verwirrung herrscht. Also wir hatten das ja vorhin auch das Thema, gibt es Fahrradmitnahme, kann ich den Hund mitnehmen? In Köln kann ich das Fahrrad mitnehmen, in Wuppertal nicht. In Dresden soll es ein Modell geben, wo ich dann abends noch eine Person mitnehmen kann. In anderen Städten, wenn ich das dann da nutze, kann ich das nicht. Und ich glaube, das ist noch eine große Baustelle bei dem 49-Euro-Ticket, dass wir dieses Gefühl, diese Freiheitsmobilität, dass man sagt, man fährt einfach los und muss sich eben keine Gedanken darüber machen, wo hört das Bundesland auf, wo hört der Verkehrsverbund auf, sondern ich kann einfach fahren zu gleichen Bedingungen, dass das ja noch nicht so hundertprozentig da ist. Ich fände es sinnvoll, wenn wir wirklich uns auf den Weg machen, jetzt mit dem Ticket diese Vereinheitlichung hinzukriegen, also dass wir nachher nicht dann doch wieder an irgendeiner Landesgrenze überlegen müssen. Ich kann ja dann schlecht mein Fahrrad oder meinen Hund nach draußen schicken oder ein Zusatzticket im Zug lösen. Das ist ja immer schwierig. Also, dass wir zu einer Vereinheitlichung kommen. Und was Jan-Niko Kirschbaum gerade gesagt hat, dass auch noch zusätzliche Sachen dazukommen. Also dieses Gefühl, eine Flatrate für Mobilität zu haben und nicht nur für ÖPNV, ich glaube, das muss das langfristige Ziel sein. Da kann die Fahrradmitnahme dazugehören, da können aber auch Sharing-Modelle, ob jetzt Auto oder Fahrrad mit dazugehören. Und gerade auch, was den ländlichen Raum angeht, wo wir ja wenig Angebote in manchen Regionen haben, dass wir mit so On-Demand-Systemen, Rufbussen etc. auch den ländlichen Raum viel besser anbinden. Und ich glaube, wenn dann viele Leute On-Demand-Systeme nutzen, also Rufbusse zum Beispiel, wenn das viele machen, dann wird ja auch der Bedarf klar und dann lohnt es sich vielleicht auch wieder eine Buslinie einzurichten, die zu festen Zeiten fährt. Aber ich glaube, diese Flatrate für Mobilität ist ganz wichtig. Und ich vergleiche das immer gerne mit dem Thema Telefon- und Mediennutzung. Vor ein paar Jahren haben wir geguckt, was kostet eine SMS, was kostet ein Anruf, was kostet der Internetanschluss. Heutzutage haben wir ein Flatrate-Modell, wo wir sagen, wir bezahlen für diese Leistung, aber wir differenzieren nicht, ob ich jetzt 50 SMS geschrieben habe oder eine Stunde telefoniert habe oder vielleicht noch, wie lange ich im Internet war, wie viel Leistung ich habe. Aber ich glaube, der Weg muss dahin gehen, dass wir wirklich eine Flatrate für Mobilität haben und nicht nur für ÖPNV. Und dann muss es natürlich auch verfügbar für alle sein. Und was die sozialen Faktoren angeht, Frau Dr. Hiller hat das ja ausgeführt, wir haben auf der einen Seite immer noch ein Dienstwagenprivileg, wo Steuergeld, ja Subventionen im Umfang von ungefähr 3 Milliarden Euro jährlich dafür ausgegeben werden, dass Dienstwagen zur Verfügung stehen. Und ich glaube, da müssen wir auch noch ran, weil das Geld könnten wir, glaube ich, auch in der Mobilität, in der klimafreundlicheren Mobilität viel besser gebrauchen. Ja, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Vielleicht lassen wir das Thema Dienstwagen erstmal außen vor heute Abend, weil ich glaube, das führt einfach zu weit vom Thema weg, weil viele würden sagen, es macht Sinn und so weiter. Und auch die Zahl, ich habe in meinen Recherchen auch gefunden, dass die Zahl höchst umstritten ist, was das eigentlich kostet. Ne? Aber vielleicht gebe ich erstmal an Herrn Dohnt ab. Herr Dohnt, wenn Sie das Mikro kurz anschalten, Sie vertreten für die CDU das Gebiet Reutlingen. Reutlingen kenne ich auch und Reutlingen ist so, Freiburg ist nicht weit entfernt, obwohl ich sitze jetzt in Berlin, das muss man dazu sagen, aber ich war schon mal in Reutlingen und Reutlingen ist auch 1 Stunde zu Fuß von Tübingen entfernt. Wie bewegt man sich eigentlich in Reutlingen und in der Region sofort? Ja, ich grüße Sie. Ich hoffe, das klappt mit der Technik. Anfangs hatte ich ein bisschen Probleme. Ja, wie bewegt man sich in Reutlingen und der Region fort? Ganz unterschiedlich. Wir haben auf der einen Seite die Stadt Reutlingen mit 110.000 Einwohnern, die große Anstrengungen übernommen hat, leider rechtzeitig dann zum Corona-Lockdown, ihr Busangebot attraktiver zu machen. Das Stichwort war, alles wird Busser.
ein, wie ich fand, auch sehr gelungener Marketingauftritt dazu, um eben das, die Attraktivität voranzubringen, wo man wirklich sehr viele neue Haltestellenlinien eingerichtet hat, mit großer Unterstützung übrigens des Bundes damals, weil Reutlingen auch das Problem hatte mit der Luftreinhaltung. Heute nicht mehr, aber das hat sicherlich auch andere Gründe. Aber ich habe darüber hinaus im Landkreis Reutlingen und in meinem Wahlkreis auch weite Teile der Schwäbischen Alb. Und wenn Sie fragen, wie bewegt man sich dort fort, dann ist die Antwort ganz klar, mit dem PKW. Und von daher finde ich es interessant, wenn die Frau Liebert gerade gesagt hat, eine Flatrate für Mobilität, ich freue mich drauf. Also ich wohne auf der Schwäbischen Alb, wir haben als Familie zwei Autos und fahren im Jahr mit beiden etwa 80.000 Kilometer. Wenn ich da endlich auch mal entlastet werde und über die Flatrate dann auch billig mit dem Auto davon komme, wird es sicher eine tolle Sache werden. Aber wir wollten ja heute nicht über PKW sprechen. Ich habe übrigens keinen Dienstwagen, weder steuerlich noch vom Bundestag gestellt, um hier im Wahlkreis unterwegs zu sein. Ja, ich glaube, das Thema ÖPNV, und das ist richtig angesprochen worden, ist zu Recht auf der Agenda ganz vorne. Wir haben vorhin einen Auszug gesehen aus dem Koalitionsvertrag in Nordrhein-Westfalen. Ich war hier beteiligt beim Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg. Auch da ist es vorgesehen, dass man eine Mobilitätsabgabe einführt. Allerdings hat man zunächst einmal gesagt, wir wollen das einmal testen. Das wird jetzt in vier Modellkommunen, seit 2019 soll das getestet werden. Es kam jetzt auch Corona dazwischen. Es kam dazwischen das 9-Euro-Ticket, jetzt dann das 49-Euro-Ticket. Die Idee ist, einen Mobilitätspass zu schaffen. Da muss man dann schauen, wird er pro Einwohner, pro PKW-Nutzer, pro PKW-Halter bezahlt. Da gibt es verschiedene Ansätze, die man da mal sich anschauen will. Allerdings mit dem konkreten mit der konkreten Gegenleistung, dass wenn ich jetzt zum Beispiel 50 Euro im Monat in dieses Mobilitätsticket einzahle, ähnlich wie es ja der Herr Kirschbaum auch entwickelt hat oder mitentwickelt hat, dass ich dann quasi dafür auch Tickets nutzen kann. Also das Geld, das ich da einzahle, mir dann auch im Gegenwert in Tickets, deshalb Mobilitätspass zur Verfügung steht. Müssen wir mal sehen, da gibt es verschiedene Ansätze, wie gesagt, Modellkommunen, aber auch mit dem Ansatz, dass das Land dann die rechtliche Möglichkeit schafft und die Kommunen es dann eben vor Ort einsetzen. Das ist die Frage, die sich daraus ergibt, ob das letztendlich dann der richtige Weg wird, weil es sind viele Fragen noch offen. Was ist denn mit Pendlern? Also wenn Sie dann in Wuppertal oder in Reutlingen oder in Tübingen dieses Mobilitätsticket einführen, was passiert mit dem, der eben von außerhalb in die Stadt hinein pendelt oder aus der Stadt hinaus pendelt, muss er dann in der Nachbarstadt, wenn die das auch einführt, dann das dann nochmal zahlen, wenn er durch muss und in der dritten Stadt, wo er dann arbeitet, erst recht nochmal zahlen oder wie wird das anerkannt? Kriegen wir da wieder einen Flickenteppich, von dem wir ja gerade, und das ist aus meiner Sicht der große Clou schon beim 9-Euro-Ticket gewesen, aber auch bei diesem 49-Euro-Ticket, dass eben die Einfachheit der Nutzung des ÖPNV, dadurch, dass ich ja dieses, wie die Frau Liebert zu Recht gesagt hat, ein Flatrate-Ticket habe, die Nutzung möglich ist, egal welche Zonen, welche Waben, welche, wie auch immer das dann in den eigenen einzelnen Verbünden heißt, eingerichtet sind und die ich dann durchquere, das wäre natürlich bei diesen Mobilitätstickets, die von Kommunen ausgegeben werden, die Frage, wie man das dann miteinander in Einklang bringt. Ein großes Thema ja beim ersten Beitrag von der Frau Dr. Hille in Erfurt war ja, dass es eine hohe Sozialfunktion hat. Mobilität als soziale Teilhabe, was ja völlig richtig ist. Die Frage ist nur dann, muss das über ein Deutschlandticket geregelt werden oder ist das nicht Sache der Sozialhaushalte? Also
Das 9-Euro-Ticket hat mir auch, ich habe es mal ausgerechnet, ich glaube rund 118 Euro gebracht, weil ich die Schülermonatskarte meiner Tochter eben nur mit 9 Euro zahlen musste. Ich sage immer so ein bisschen überspitzt, Gott sei Dank kam ich dann auch mal über die Runden als Bundestagsabgeordneter. Das bringt eben zum Ausdruck, dass das eine gigantische Gießkanne ist, wo eben hier die Subvention des Tickets ja allen zugutekommt und nicht nur denen, die es dann brauchen. Und deshalb haben wir ja in Deutschland das System, es wurde vorher schon angesprochen, dass in Hartz IV oder jetzt dann Bürgergeld 40 Euro für Mobilität drin sind. Ich denke mal, dass unser Bundesrechnungshof dann mit spitzem Griffel hergehen würde und sagen, okay, wenn wir jetzt da ein verbilligtes Ticket hernehmen, dann können wir da ja, müsste ja der Bund theoretisch dann auch was rausstreichen aus diesem Mobilitätsbudget. Ich will das nicht anregen, sondern ich kenne eben mittlerweile auch, wie die manchmal so ticken. Aber natürlich, auch wenn man dann hergeht und sagt, ein Sozialticket bundesweit muss eingeführt werden. Also da ist mein Ansatz eher zu sagen, dass diese Beantwortung dieser Frage, also dass man für Menschen, die sich ein 49-Euro-Ticket nicht werden leisten können oder vielleicht auch nicht der richtige Ansatz ist, ein bundesweites Ticket zu haben, dass man da eben eher dann in den Sozialhaushalten vor Ort schauen muss. Beispielsweise jetzt der größte Verkehrsverbund in Baden-Württemberg ist der Verkehrsverbund Stuttgart. Da gibt es solche Angebote, dass eben dann die Kommunen, die Teil dieses großen Verbundes sind, entsprechende Vergünstigungen auf die bestehenden Tarife, die es dort gibt, herausgeben können. Das kann man sich natürlich auch vorstellen für ein ganzes Landes- oder Verbundsticket. Auch das Thema, ich fand den Begriff so nett, das Schokoticket. Ja, Baden-Württemberg führt jetzt zum 1. März ein Landesjugendticket ein für 1 Euro. Das 365-Euro-Ticket als Abo beißt sich natürlich mit dem 49-Euro-Ticket. Ich bin mal gespannt, wie man das alles dann unter einen Hut kriegt, das dann 2 Monate später kommt, aber sei es drum. Auch da haben natürlich Länder und Städte seither auch die Möglichkeit, diese Vergünstigungen oder die Anpassungen an den Bedarf der Bürger für die Mobilität und was sie in der Lage sind oder auch gewillt sind, dafür zu zahlen, anzupassen, einzuführen. Sie müssen es dann eben auch mit finanzieren. Und da kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Wir hatten es ja vorher schon öfters gehört, dass es auch in Bereichen, wo eben der ÖPNV seither nicht so gut ist, wie eben jetzt in Wuppertal, vielleicht Stadtmitte oder auch in Stuttgart oder Reutlingen Stadtmitte, sondern in den Randbereichen, in den ländlichen Bereichen. Da setzen wir, und das haben wir in der letzten Legislatur ja erst möglich gemacht, auch auf On-Demand-Verkehre. Allerdings muss man dazu sagen, wenn Sie mit den Unternehmen sprechen, die On-Demand-Verkehre sind natürlich per se zunächst mal die teuersten Verkehre. Weil in den kleineren Gefäßen oder Fahrzeugen eben weniger Passagiere drin sein werden und zum anderen der Hauptkostenfaktor ja der Fahrer ist. Nicht, weil die zu viel verdienen, aber ist eben so, wenn Sie sich die Struktur der Verkehrsverbünde anschauen, ist eine angemessene und gute Bezahlung der Fahrer und deshalb auch die Lohnkosten des A und O. Und da wird es gibt es große Vorbehalte gegen dieses, und ich bin da ein Fan davon, On-Demand-Verkehre. Ich bin auch froh, dass der Verkehrsminister jetzt auch mal einen Verkehr startet dieser Tage, wo On-Demand auch Personen, also ohne Fahrer, stattfinden wird. Etwas ganz Neues, aber das kann dann gerade auch in diesen Randbereichen unserer Ballungsräume zu sehr interessanten, glaube ich, Erfahrungen führen und hat da auch aus meiner Sicht eher die Chance, sich durchzusetzen, als jetzt in den Innenstädten, wo sich größere Fahrzeuge eben auch schneller und besser füllen lassen, als in Dörfern mit 1000 Einwohnern oder darunter, wie ich sie im Wahlkreis habe. Ich habe Ortschaften, die haben vielleicht 100 oder auch nur 50 Einwohner. Da rentiert es sich heute schon nicht, einen Bus den ganzen Tag durch die Gegend zu schicken. Das ist weder ökologisch noch wirtschaftlich sinnvoll. Von daher wird sich in die Richtung etwas weiter bewegen. Und jetzt kommt das große Aber. Das wird Geld kosten. Das muss man zur Verfügung stellen.
Nahverkehr, vor allem mit Bussen, ist Aufgabe der Länder. Der Bund unterstützt den öffentlichen Nahverkehr mit etwas über 10 Milliarden im Jahr, die er den Ländern gibt. Allerdings wird dieses Geld in der Regel für den Schienenpersonennahverkehr aufgewandt. Wenn wir aber mehr Passagiere in den ÖPNV haben wollen, und das wollen wir alle miteinander, da gibt es, Frau Liebert, fast keine Fraktion im Bundestag, die das nicht will, und die eine, mit der wollen wir ja nicht zusammenarbeiten, die das sehr kritisch sieht. Alle anderen sind sich da einig. Aber dann brauche ich eben für den Ausbau mehr Geld. Es wurde vorher schon Österreich ja angesprochen. Ich habe mir dieses 1-Euro-Ticket, die Wiener haben es erfunden, das 365-Euro-Ticket angeschaut und habe mit denen auch gesprochen. Und es wurde ja vorher auch gesagt, erstaunlicherweise hat der Preis gar nicht so sehr dazu geführt, dass mehr Menschen umgestiegen sind. Das hat den Hintergrund, dass der Preis beim Wiener Ticket erst ganz zum Schluss kam. Erst hat man jahrelang das Angebot ausgebaut, hat neue Linien geschaffen, neue Haltestellen, hat die Attraktivität auch mit neuen Fahrzeugen geschaffen, dass die Menschen gerne und auch in der Nähe ihrer Wohnung mit fußläufig interessanten Haltestellen umgestiegen sind, weil es verlässlich war, ehrlicherweise auch, weil die Parkgebühren und die Bußgelder erhöht wurden, all das im Gesamtpaket. Und erst ganz zum Schluss, als allerletztes, als das Sahnehäubchen auf der Torte, kam dann das 1-Euro am Tag-Ticket oder das 365-Euro-Ticket. Und deshalb kam der Zuwachs an Passagieren im ÖPNV in Wien eben aus der Qualitätsverbesserung. Und nur zum Schluss, wie gesagt, ein kleiner Teil noch über das 1-Euro oder 365-Euro-Ticket. Und das ist meine Kritik auch am 49-Euro-Ticket, dass hier eben der letzte Schritt vor dem ersten gemacht wird, dass erst der attraktive Preis geschaffen wird für ein Angebot, das eben in manchen Bereichen vor allem eines Flächenlandes gar nicht so genutzt werden kann, weil das Angebot nicht da ist. Und wenn wir eben sehen, es sind 3 Milliarden Euro Minimum, die das jetzt die Verbände oder die Verkehrsverbünde rechnen uns ja vor, heute schon, dass die 3 Milliarden gar nicht reichen werden pro Jahr für dieses 49-Euro-Ticket. Und selbst wenn man dann auf ein 52- oder 55-Euro-Ticket hochgeht, wird es trotzdem noch mehr an Ländern und Bund hängen bleiben, sodass es eine hohe Gefahr besteht, dass eben Geld in die Ticketsubvention läuft. Und ich spreche dabei von 49 und eben für den Ausbau des ÖPNV zusätzlich nichts mehr da sein wird, weil wir eben anders als vor 10 oder 5 Jahren vielleicht in der heutigen Situation da anders rechnen. Ja, Herr Dohnt, ich unterbreche Sie ungern, aber wir hätten nur noch 16 Minuten Zeit für die Fragerunde und das wollen wir auf jeden Fall. Also vielen Dank erstmal. Ich kann das auch unterstreichen, was Sie über Wien berichtet haben. Das habe ich auch so festgestellt, dass der Preis jetzt nicht den großen Ansturm ausgelöst hätte, sondern das Angebot wurde mit den Jahren verbessert. Ich würde jetzt das Publikum bitten, wir haben sehr viele Fragen aus dem Chat. Ich habe schon mal Notizen geschrieben die ganze Zeit. Wenn jemand noch die Hand heben möchte, kann das auch gerne tun. Ich würde gerne auch mal im Anschluss, Frau Liebert hat meine Frage leider nicht beantwortet, ob in der Koalitionsdebatte man nach Österreich geschaut hat. Man kann auch in ganz viele Länder schauen. In London gibt es die Oyster, also die Auster. Das heißt, man zahlt Einzelfahrscheine, bis man zu einem Preisdeckel kommt und dann hat man Flatrate. Ja, das ist auch ein Konzept. Ich werfe es nur in den Raum. Es gibt super viele Sachen, die man machen könnte. Wir hatten es auch in der Präsentation von Herrn Kirschbaum, dass man querfinanzieren kann mit Parkeinnahmen. Das kann man machen. Das hat man in Hasselt, Belgien gemacht. Und dann hat man festgestellt, dass das Programm so erfolgreich war, dass die Einnahmen gefehlt haben am Ende. Also man muss schon aufpassen, dass das Ganze nicht, dass man nicht am eigenen Ast sägt. Vielleicht beginne ich erstmal mit einer grundsätzlichen Frage.
Herr Dohnt hat gesagt, 9-Euro-Ticket war Gießkanne. Wir hatten auch die Frage im Chat, sollten die Tickets nicht einkommensabhängig sein, wo ich mich frage, ist das nicht ein bürokratisches Monster dann irgendwann? Möchte das jemand kommentieren? Ist es nicht besser, doch noch am Ende Gießkanne zu machen, anstatt auch noch für Fahrscheine nach Einkommen zu gestalten? Wer möchte da darauf eingehen? Frau Hille? Ja, zumindest so ganz kurz. Ich glaube, es ist eine Frage von, was will man eigentlich erreichen? Also natürlich kann man mit der Gießkanne des 9-Euro-Tickets, hat es ja gezeigt, da gab es ja durchaus, das war ja auch also immer mal wieder in den Medien diskutiert, sind die Leute tatsächlich vom Auto umgestiegen? Setzt es wirklich Anreize, wenn man das will, wenn das Ziel eigentlich ist, Verkehrswende zu erreichen, vielleicht doch den einen oder anderen Autofahrer auch zu erreichen, dann ist die Gießkanne wahrscheinlich nicht so schlecht. Wenn man es unter so einer Gerechtigkeitsperspektive betrachtet, wie Herr Dohnt das so ein bisschen lapidar, würde ich jetzt mal sagen, formuliert hat, im Sinne von, er hat da jetzt gespart als Bundestagsabgeordneter, ist ja auch sozusagen, also kann ich verstehen, die Kritik sozusagen, das ist aus einer Gerechtigkeitsperspektive nicht gerecht. Aber sozusagen unter einer Klima- und Verkehrswendeperspektive würde ich sagen, ist die Gießkanne nicht das Allerschlechteste. Und natürlich, dazu möchte ich auch noch mal was sagen, natürlich kommt immer wieder sozusagen der ländliche Raum. Aber vielleicht müssen wir einfach irgendwo mal anfangen, mit der Verkehrswende. Vielleicht ist das auch ein bisschen unser Problem, dass wir sehen ganz viele Probleme. Ich sehe die auch alle. Der ländliche Raum und sozusagen die Schwäbische Alb ist sicherlich nicht das Vorzeigegebiet für den ÖPNV, wobei Baden-Württemberg mit der Einführung der Mobilitätsgarantie da ganz, ganz vorne dran ist, sozusagen. Aber ich sehe das auch und trotzdem muss man irgendwann mal anfangen. Okay, ich glaube, Frau Liebert, hatten Sie die Hand gehoben? Und dann Herr Dohnt, ja. Ja, sehr gerne. Also ich finde, wir sollten das Thema schon noch ein bisschen größer machen, was Gerechtigkeit bedeutet. Denn Gerechtigkeit heißt für mich nicht nur, welchen Takt der Bus hat, sondern in welcher Umgebung ich lebe. Und dass die Autos, die vorm Haus stehen, wahrscheinlich auf der Schwäbischen Alb nicht so wie in den dicht besiedelten Städten, dass es da auch um die Punkte geht, die Herr Kirschbaum ja auch vorhin genannt hat. Das ist Gesundheit, Lärm, Emissionen, die krank machen. Lärm macht auch krank. Das heißt, das gesamte System, da geht es ja auch darum, dass wir das ändern und dass wir langfristig zu einer anderen Form der Mobilität kommen, dass ich nämlich nicht mehr aufs Auto angewiesen sein muss, sondern dass ich Alternativen habe und die zu einem angemessenen Preis. Weil dieses Thema Gerechtigkeit, wie gesagt, das ist für mich nicht nur ein Mittel der Verkehrswahl, sondern auch der Lebensumstände. Und dass die PKWs die Städte verstopfen, weil sie da hinfahren und dass die Parkplätze auf den Gehwegen sind und so, das gehört für mich zu der Debatte mit dazu. Das heißt, wenn wir langfristig umsteuern wollen, geht das nur, wenn weniger Autos unterwegs sind. Das heißt nicht, dass jeder persönlich sein Auto abgeben muss, aber ich brauche Alternativen und ich brauche klimafreundliche Alternativen. Und die Flatrate, Herr Dohnt, die gilt nicht fürs Auto, ne? Die gilt für klimafreundliche Mobilität. Das heißt, das Tanken ist da nicht mit drin für Sie, sondern es geht ja darum, wie schaffen wir es, klimafreundliche Mobilität nach vorne zu bringen. Vielleicht das Sharing fürs E-Auto, das können Sie dann noch mit dazu haben, aber bitte nicht den privat benutzten PKW. Okay, Herr Dohnt ist angesprochen worden und dann gebe ich an Heiner Marschall ab aus dem Publikum. Ja, vielen Dank. Erstmal Herr Dohnt, Herr Marschall. Erstmal Herr Dohnt. Das finde ich jetzt, also ich hatte mir schon Hoffnungen gemacht, Frau Liebert. Im Übrigen ist eins meiner Autos ein vollelektrisches. Ich bin da sehr innovativ und gut unterwegs. Aber ich wollte nur kurz auf die Frau Hille noch replizieren. Tatsächlich, diese Mobilitätsgarantie Baden-Württemberg, die wir gemeinsam in diesen Koalitionsvertrag reinverhandelt haben, der Ministerpräsident unseres Landes, der Herr Kretschmann, der nicht von der CDU ist, hat gesagt, sorry, die kommt nicht.
Wir können das in dieser Legislatur nicht mehr umsetzen, weil wir jetzt 178 Millionen Euro jedes Jahr aus dem Landeshaushalt in das 49-Euro-Ticket stecken müssen. Und deshalb ist das Geld für diese Mobilitätsgarantie, die wir machen wollten, nicht mehr vorhanden. Das nur als kleiner. Okay. Danke für die aktuelle Information und eine Frage aus dem Publikum von Heiner Marschall. Ja, vielen Dank. Die Frage ist ja, wie man das, auch die verschiedenen Beiträge jetzt mal zusammenbindet, wie sich das in Zukunft entwickeln kann. Ich glaube, der zentrale Punkt ist ja, das 49-Euro-Ticket ist ein wirklicher Paradigmenwechsel, weil es einfach ist und weil man nicht mehr auf Tarifgrenzen achten muss. Wir haben in Berlin, VCD, ich bin dort der Landesvorsitzende für Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, also sowohl sehr städtisch als auch sehr ländlich. Wir haben ein ähnliches Dinge entwickelt wie das Bürgerticket, wo wir auch gesagt haben, wir nennen es dann die Nahverkehrsabgabe oder wie auch immer, aber eben verpflichtend. Und die drei wichtigen Faktoren oder Kriterien, die wir angelegt haben, für den Einzelnen kostet es weniger, aber bei den Betrieben kommt mehr an. Weil das ist die Frage der Finanzierung. Die ist nach wie vor völlig ungeklärt. Und der dritte Punkt, es musste anschlussfähig sein. Wir sind jetzt an dem Punkt zu glauben, mit der Realität des 49-Euro-Tickets machen solche regionalen Angebote keinen Sinn, sondern die Herausforderung ist, das miteinander zu verbinden. Klar ist, dass man ein Sozialticket braucht. Es macht keinen Sinn, das wäre auch sozial ungerecht, zu sagen, wir machen jetzt regionale Sozialtickets und nur die Leute, die kein Sozialticket brauchen, dürfen bundesweit fahren. Das wäre extrem ungerecht. Also wenn geht es darum, das 49-Euro-Ticket kommunal für bestimmte klar definierte Gruppen runterzurabattieren. Und ich glaube, das ist auch in der Form möglich. Und die zweite Frage ist, wie man das tatsächlich mit so einer Abgabe verbinden kann. Ich glaube, Das Experimentierfeld wird das Semesterticket sein, weil das ist ja bereits dieses Modell, wie das ja auch richtig vorhin gesagt wurde. Und es macht auch keinen Sinn, dieses Semesterticket muss natürlich das Deutschlandticket sein, das entsprechend runterrabattiert wird, im Gegenzug verpflichtend zu sein. Und wenn es dort geht, dann wird es perspektivisch auch anders gehen. Aber erster Punkt, wir brauchen das Sozialticket. Zweitens, wir brauchen die Verbindung von Semesterticket und Deutschlandticket. Und dann ist die Frage, wie sich das weiterentwickeln kann, damit auch die Einnahmenseite ist, weil insofern haben ja alle recht, nur der Preis ist es nicht. Wir halten den Preis für eigentlich richtig, nicht für alle, aber es ist ein unschlages Angebot, gerade für Pendler, die ansonsten in die Ballungsgebiete hineinpendeln. Das ist vollkommen klar, aber wir brauchen ein billigeres Angebot, Sozialticket für verschiedene klar definierte Gruppen, was deutlich das Deutschlandticket sein muss. Aber wir brauchen auch die Komponente, wie entwickeln wir das Deutschlandticket so weiter, dass wir ÖPNV finanzieren können. Und das ist dann tatsächlich die Frage der Verbindlichkeit irgendwann, die sich stellt. Und ich glaube, in diese Richtung wird es gehen müssen. Das würde mich mal interessieren, wie Sie da die Chancen sehen. Wer möchte darauf antworten? Jan Kirschbaum? Also ich glaube ja, das hat ja Herr Doth eben auch schon gesagt, dass das 49-Euro-Ticket diese ganzen Verbundgrenzen sprengt und das Heilige Römische Reich Deutscher Verkehrsverbünde auflöst, ist schon mal ein Riesenschritt. Und wir haben bei uns noch ganz viele Fragen bekommen und wie wird pendeln und wie können wir im VR, und das war auch ganz lange ein Argument, ja, wir können ja gar nichts anderes machen, wir sind ja im VR. Dieser Punkt ist schon mal weg und wir haben einen Preis. Sozialticket fehlt natürlich, aber ich glaube, dass wenn man auf dem Weg der Nahverkehrsabgabe weitergeht und da den Kommunen das ermöglicht, Nahverkehrsabgaben zu erheben, von den Bürgern, vielleicht auch von Betrieben und so weiter, hat man ein neues Finanzierungsinstrument in der Hand, mit dem man mehr Verkehr bezahlen kann. Und wenn der Bund natürlich weiterhin einen Teil des 49-Euro-Tickets subventioniert und die Städte eine neue Finanzierungsoption bekommen, die jetzt nicht an den Fahrkartenpreis gebunden ist, dann hat man echt eine Chance, am Ende vielleicht sogar doppelt so viel ÖPNV zu finanzieren. Ich sehe noch keine Hand aus dem Publikum. Dann würde ich noch eine Frage aus dem Chat nehmen von vorhin. Es wurde ja der Schwarzwald thematisiert.
wir hatten es auch von der Schwäbischen Alb. Vielleicht kann man die Frage verallgemeinern. Ein Publikumsteilnehmer hat gefragt, warum ist das eigentlich so, dass alle auf dem Land mit dem Auto unterwegs sind? Hat man nicht den ÖPNV über die letzten Jahrzehnte auch rückgebaut und abgebaut? Herr Don schüttelt jetzt den Kopf, aber wir wissen ja, dass in den 90ern oder seit einigen Jahrzehnten auch ganze Bahnhöfe abgebaut worden sind, oder? Ja, wenn eine Bahn da war. Also wir haben in den, seit die Länder für den ÖPNV zuständig sind, und das war in den Ende der 90er Jahre, haben die es geschafft, besser als vorher der Bund, muss man jetzt wirklich sagen, die Nutzung des, vor allem des Schienenpersonennahverkehrs annähernd zu verdoppeln. Also es war ein Erfolgserlebnis, dass wir die regionale Zuständigkeit, die Länder haben ja auch Geld dafür bekommen, das vergisst man gerne, die haben Mehrwertsteuerpunkte auch bekommen damals, dass man die Zuständigkeit übertragen hat, und die haben das erfolgreich getan. Und ich glaube, es ist richtig. Ich glaube, wir haben leider Aussetzer bei Herrn Don't gerade. Herr Don't, wenn Sie uns hören, wir hören Sie gerade nicht, Sie sind eingefroren. Aber ja, Herr Kirschbaum? Was ich da vielleicht ergänzen könnte zum... Die Verantwortung der Länder vor Ort, es ist der Bund, der jetzt eingestiegen ist. Also es ist richtig, dass die Länder... Ja, Herr Don't, leider war die Antwort etwas abgeschnitten technisch. Das bereuen wir sehr. Herr Kirschbaum, wir haben nur noch 3 Minuten. Wollten Sie was dazu sagen? Ja, ich wollte nur ganz kurz darauf hinweisen, dass die Pendlerzeit seit Jahren unverändert ist. Die Leute pendeln ungefähr die gleiche Zeit zum Job hin. Sie pendeln nur immer weiter, weil Straßen ausgebaut wurden und ich jetzt auch im tiefsten Schwarzwald oder wo auch immer nur eine Stunde bis in die nächste Stadt brauche und nicht wie vor drei Jahrzehnten vielleicht 3 Stunden. Das heißt, wir haben den ländlichen Raum so mit der Infrastruktur ausgebaut, dass die Leute da wohnen und in der Stadt arbeiten können. Das ist ein bisschen das Problem, dass wir die Leute erstmal dahin verlockt haben, wo sie aufs Auto angewiesen sind. Ne? Wir haben sie abhängig gemacht. Wir haben sie abhängig gemacht, genau. Oder widerspricht da jemand? Als Mensch vom Land muss ich sagen, Es ist kein Fehler, dass es auch auf dem Land noch Menschen gibt, die dort leben und arbeiten. Und so. Frau Liebert? Ich finde, bei dem Thema ländlicher Raum sollten wir aber auch mal überlegen, ob alle Wege, die in die nächstgrößere Stadt gemacht werden, überhaupt nötig sind oder ob wir nicht auch die Strukturen vor Ort so gestalten, dass zum Beispiel über Coworking, über gemeinsam genutzte Arbeitsstrukturen, dass man auch Wege vermeiden kann. Weil wenn ich in einer ländlichen Struktur, ich sag mal, den alten Dorfgasthof habe, der vielleicht nicht mehr betrieben wird, dann kann ich da super Homeoffice-Arbeitsplätze machen. Und dann müssen die Leute nicht jeden Tag sich ins Auto setzen und irgendwo hinfahren. Ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen neu denken, dass wir in den Strukturen vor Ort auch Angebote haben, die dazu führen, dass wir Wege vermeiden können. Okay, ich höre gerade, dass wir noch jemanden im Publikum haben, der zu Wort kommen will. Kann er die Hand kurz heben? Um das letzte Wort aus dem Publikum zu haben. Oder Philipp, wer ist das nochmal? Nee, es gibt keine aktuelle Meldung, aber es gibt ja eine Person, die auch von dem neuen Eurofonds hier dabei ist. Aber ich weiß nicht, ob das Grenzen sprengt. Die werden sich schon melden oder gemeldet haben. Jedenfalls sehe ich da im Moment leider nichts mehr. Man kann natürlich, wir könnten jede Woche uns nochmal treffen und das Gespräch vertiefen. Ich finde, da gibt es viel zu tun. Mein Wunsch wäre es tatsächlich, wenn ich auf die Grafik von mir zurückkomme, dass Deutschland die Ausgaben für ÖPNV verdreifacht, um das Niveau von Österreich zum Beispiel, um das nachzuholen.
wollen. Das wäre eine Bitte an die Koalition, Frau Liebert, wenn Sie das von mir mitnehmen wollen. Ich kriege hier so ein paar Daumen nach oben, also ich bin nicht alleine mit dem Wunsch. Wir sind jetzt mit der Zeit vorbei. Ich bedanke mich bei allen. Ich weise noch darauf hin, Philipp, vielleicht kannst du kurz die Links in den Chat stellen, bevor alle gehen. Wir sind ein Verein, Sie können unsere Arbeit unterstützen auf verschiedene Weisen, auch finanziell werden Sie auch Mitglied, können Sie auch mitgestalten inhaltlich. Die Präsentationen stelle ich heute Abend nicht mehr online, ich mache Schluss, aber morgen stelle ich die Präsentationen von Herrn Kirschbaum und Dr. Hille online. Und Sie bekommen auch eine E-Mail als Teilnehmer von der Veranstaltung. Da steht alles drin, wo der Link ist. Der Mitschnitt kommt auch auf YouTube. Philipp, du darfst jetzt auf Stopp drücken. Dann können Sie die ganze Aufnahme auch teilen oder auf Ausschnitte verweisen auf Social Media. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich auch beim Panel. Vielen Dank für die Zeit. 90 Minuten am Abend ist nicht ohne. Ich bedanke mich sehr, dass Sie mitgemacht haben. Und wie man sieht, wir hatten ein großes Publikum. Ich habe gesehen, wir waren um die 70 Personen zu einem Zeitpunkt. Das ist nicht ohne. Also es gibt viel, das Thema hat viel Resonanz. Dann bedanke ich mich und Sie dürfen sich so langsam ausloggen und bleiben Sie uns treu. Sie können auch ein Newsletter abonnieren, alles auf der Webseite.